Servus und willkommen zu einer neuen Folge von ARK. Ja, wir sind immer noch dabei, unseren kleinen Rex hier mit Pflastern zuzukleben, damit er nicht so ausläuft, voller Blut und so. Unser Captain wacht über uns auf seinem Captain, auf seinem Flieger. Ja. Sonst wäre es ja kein Captain. Genau. Weil hier ist kein Wasser, hier kann er nicht rumschippern. Ich mach hier einen auf Leuchtturm gerade. Ja. Dreh mich immer im Kreis. Muss mal die Richtung wechseln, sonst wird mir schwindelig. Du meinst, du musst den Kreis wieder aufdrehen? Ja. Wenn man nicht mehr weiter weiß, bilden wir einen Arbeitskreis. Fliegerkreis. Fliegerkreis. Kreisflieger. So, auf jeden Fall haben wir schon mal den besseren erwischt. Ich sehe den anderen Rex. Okay. Hinterm Stein, aber noch relativ weit weg. Gut. Einfach und jetzt rennt er gerade auch ein Stück weiter weg. Einfach nur aufpassen, dass er nicht auf uns zurennt. Und wenn er auf uns zurennt, runterfliegen, dass er dich sieht und dann wegfliegen. Ja. Dann dreimal drehen und am besten an irgendeinem Viech vorbeifliegen, wo er vielleicht mit Spaß haben will und dann Ruhe lassen. Lassen spielen oder so. Ich bin ja mal gespannt, ob wir den nach Hause kriegen. Ja, es wird auf jeden Fall ein weiter Weg. Ja. Ja, vor allem, wir müssen noch einen Frosch abholen. Ja, das kommt auch noch dazu. Scheiße, der kommt. Ja. Dreht er zum Glück wieder ab. Du hast das Prime mit einstecken, ne? Er ist verdächtig nah. Ja, dann greif, wie gesagt, da. Noch hat er uns nicht entdeckt. Noch sind wir uninteressant. Ja, nur sobald wir interessant sind, ist es scheißegal, weil es den T-Rex tot. Jetzt geht er wieder weg. Geht. Dreht sich wieder. Oh. Bleib ja weit weg. Gleich ist es mir scheißegal. Wie lange brauchst du noch? Ah, Gott sei Dank. Gut. Habe ich jetzt ein Männchen oder ein Weibchen? Ein Weibchen. Ist. Okay, der andere Rex spielt jetzt mit dem Gürteltier, glaube ich. Jetzt nicht mehr. Ja, das Gürteltier brauchen wir. Ja, jetzt hat sich das erledigt. Hat er sich nur eingerollt oder ist er tot? Da müsste ich jetzt vorbeifahren, fliegen und gucken. Hast du einen Vogel? Ja, ich bin gerade drauf gestiegen. Guck mal, ob er sich eingerollt. Kann ich den heben? Nee, ne? So. Ich wollte zwar zwei tamen, aber. Guck mal, was das Gürteltier sagt. Hat sich auf jeden Fall eingerollt. Ach, das Gürteltier ist ein Ei, glaube ich. Oder? Was ist denn das? Nee, das ist ein. Hä? Gut. Oh, ich und mein. Bin mit dem Rex rum. Fotos guckt an, ob es ein Ei ist. Auch nicht schlecht. So, er hat gelevelt. Alter, 2400 Hals. Sehr geil. Okay, ich habe den Rex gekillt. Durfte zweimal leveln. Ja. Wir haben einen T-Rex-Fuß.
Pickel nicht gegriffen. Tragen kann ich ihn nicht. Was, den T-Rex? Nein. Das Gürteltier. Was, das Gürteltier tragen? Will ich mitnehmen. Ja, hier ist es eingekugelt. Ja, wir müssen warten, bis es wieder rauskommt. Wir haben ja Gott sei Dank ein bisschen jetzt Verteidigung. Ne? Ja. So, nimmst du meinen gefiederten Kumpel dann mit? Achso, der folgt dem Rex. Super. Ja, kann ich ja machen. Aber dann, weißt du, dann fliegt er nicht die ganze Zeit eben in die Füße rum. Einfach angucken und... Ja. Gott, du hast ihn. Du bist ein Level 44... Alter, Level 44. Darf wieder rauskommen, keine Angst. Will ich nur mitnehmen. Wir haben zwar keine Bären, aber... Ja, aber wenn du den jetzt mitnehmen willst... Also ich meine, mit dem Rex bist du ja relativ schnell durch die Gegend. Ey, der Rex ist langsamer als der Rollmops. Echt? Ja, natürlich. So, pass du mal hier auf. Ich mach den mal auf neutral. Kaputt. Weil ich habe nämlich leider landen müssen. Oh, der Agent Tavis schaut aber lustig aus. Ach, Alter, ja. Wollte gerade... Suchst du gerade Mäuschen? Mit der Nase einparken. Dart gespielt mit dem. Oh, er ist draußen. So, jetzt musst du den T-Rex auch mitnehmen. Okay. Aber da darfst du dann auch weglaufen. Ach so. Ja, ja. Muss nur kommen, wenn ich es schreien anfange. Weil dann ist irgendwas gekommen, was nicht... Oh, der rennt weg. Das ist nicht gut. Dann ist er noch ziemlich kaputt. Ja, das Problem ist, wenn der unter zwei Drittel ist, rollt er sich wieder ein. Oder ein Drittel ist. Wo denn hin? Hallo. Super. Weiß, klein, total unauffällig hier in dem Gebiet. Da kommt er wieder. Hier, bergab. Siehst du ihn? Nein, ich höre nur was, was mir gerade auf dem Arsch geht. Was denn? Ja. Was war das denn jetzt? Eine Mücke oder was? Nee, ein Kombi. Aha. Hier ein Stück bergab, da läuft er. Runter? Ja. Lauf ich jetzt. Jetzt, wo ich hingucke. Super. Ich sehe nicht mal dich. Du siehst doch den Rex noch, oder? Ja. Ja, da bin ich beim Rex. Ja. Ein ganz kleines Stück weiter bergab. Also ich sehe dich jetzt auch nicht, von daher weiß ich nicht, wo du bist. Ich bin genau vor dir. Ja. Vor mir? Sehe dich immer noch nicht, aber egal. Schau mal, vor deinem Rex. Ja, siehst du, wo ich hingucke? Nee. Wo der Vogel hin zeigt.
In die Richtung. Am das Stein da unten. Ach. Du guckst wo ganz anders hin. Ach, da ist er. Hallo. Lass mich angreifen. Nicht den Kopf in den Stein stecken. Hm? Hast du das Ziegending gesehen? Nee. Da hängt gerade über alle Steine. Oh, jetzt kommt er. Aber verliert nicht, glaube ich, viel Torpor. Jetzt halt kriege ich ein paar Pfeile wieder. Mal warten. War gerade dunkel. Super. Skorpion. Wo? Genau vor mir. Da wo ich hinguck. Da oben, der. Ja. Soll ich ihn der wegheben? Oh, nee, 88, nee. Nimm mich mal. Hab ich dich? Nee. Nee. Jetzt hab ich dich. Gut. Problem wird jetzt nur sein, wenn ich jetzt auf den schieß. Dass der geht der Rex drauf. Stopp. Bleib einfach mal so. Vielleicht erwische ich ihn. Nee, du hast den Vogel erwischt. Dann musst du wegen den Kopf hochziehen. Stopp. Mir selber geht's gerade nicht so gut, wie ich merke. Wieso? Kalt. Ich hab nur noch ein Viertel Leben. Okay. Mach eine Fackel an, so kalt ist doch gar nicht. Ja, ich hab keine Fackel. Lass mich runter, der ist K.O. Okay. Ja. Was denn? Wir brauchen Stein und Flint. Warte mal, Stein haben wir ja. Stein haben wir, Flint wahrscheinlich dann auch. Ja. Bleib du mal mit den ganzen Viechern in der Nähe vom Skorpion. Warte. Und lass die alle jetzt Platz nehmen. Craftable. Auch dringend Holz, ich bin so gut wie tot. Achso, du hast keine Fackel, ne? Nee, deswegen ja. Auch noch zwei Holz. Jetzt habe ich eine Fackel. Ich habe immer noch Eisklumpen. Ja, ja. Verdammt, komm her. Oder nimmst einen Vogel und versuchst ihn weiter nach unten zu fliegen. Und dann folgen wir da wieder alle, oder? Nee, ich ja, hab abgepfiffen. So, jetzt ist es warm genug. Ah, Fackel? Feuer oder was? Nein, ich habe ein Lagerfeuer angemacht. Problem ist nur, ich habe keine Flüssigkeiten dabei. Kann ich mir eine Wasserflasche machen? Verschiedenes. So, ich bin mal mit dem Vogel. Ich hoffe, dass ich dich wieder finde. Da, wo es hell ist. Ich flieg mal schnell nach unten.
Wie geht's denn dir durstig mäßig? Ja, das hält noch ein bisschen. Kann ich machen, wenn mein Leben wieder sich ein bisschen aufgebaut hat. Also das Wasser, also wenn du hier ein wenig weiter runter gehst, hier ist dann warm genug. Ja. Hoffe, dass ich dich wieder finde. Ja, da ist hell. Wie geht's denn dem Skorpion? Nicht, dass der jetzt aufwacht. Danach geht's dir nämlich nicht mehr gut. Will ich nicht hoffen, dass der aufwacht. Ach, das dauert noch ein bisschen. So, das heißt, wir haben schon mal einen T-Rex. Vielleicht kriegen wir unseren kleinen Kumpel da hinten auch noch. Du bist ein Level 88, alter Schwede. Okay, hast du noch Rotten Flesh oder Spoiled Meat? ...1450 müssen wir runter. Okay. Auch mal wieder Trick 17. Mal das Prime, ja, wobei das Prime Meat lassen wir erstmal. Vielleicht finden wir noch was. So, gut. Geht's dir? Nee. Mir ist kalt. Ja, das Feuer ist aus, aber ich flieg mal eben runter. Ja, super. Tschüss. Nimm den T-Rex mal mit. Lass mich mal hier alleine. Ich hab doch 6 gedrückt gehabt vorhin. Ja, bei mir heißt 6 normalerweise neutral. Nee, bei mir heißt 6 hier. Ja, du hast es aber gesagt. Nicht du hast es aber folgen. Gesagt, wo du nicht auf dem Vogel warst. Wo ist jetzt das blöde Feuer? Das ist aus. Naja, das ist mir schon klar. Ich habe noch Holz einstecken. Auf jeden Fall ist ja warm genug. Gerade hat es denn 0 Grad und die fangen das Frieren an. Weicheier. So, wir sind bei 2400, das heißt, ich kann einschmeißen. Der Heimweg wird wieder lustig. Das Feuer wieder an? Ja, ja. Und dann komme ich wieder hoch, weil ich müsste mal ein bisschen Fleisch ins Feuer schmeißen. Ich habe noch 41 einstecken. Aber wir haben jetzt Fleischproduzenten dabei. Okay. Gut. 3. Ey, wir haben Weibchen. Wahnsinn. Dritte. Was hat er gerade zerlegt? Ja, ich weiß auch nicht was. Fängt jetzt auch noch das Regnen an, oder was? Ja, ich finde aber den Rollmops jetzt momentan nicht. Ja, vielleicht lädt er sich auf. Wenn's Tag ist, können wir dann nochmal den probieren. Wenn nicht, ja, wäre aber geil, weil dann hätten wir endlich einen Steinklopfer, weißt. Was brauchen wir eigentlich für den blöden Sattel? Ich habe gerade eine ganz böse Befürchtung. Smitty. Das ist ein Dreierbier. Skorpion, Fiomia. Apache, Argentavis, Pteranodon. Ja. Kann man schnell schauen. Sattel.
Habe ich den überhaupt schon gelernt? Das ist der. Ne, der Castraloides ist der. Der andere Kumpel da. Das ist der Biber. Was ist denn hier los? Ah! Da kam ein weiterer Skorpion. Ja, ich hab's gesehen. Kam, sah und ging wieder. Zu mir! So, was brauche ich denn für einen Skorpionsattel? Holz. Holz. Ja, wirklich toll. Ist das Holz? Das Holz mit nach einem Schlag abgebrochen. Auch lustig. Ist jetzt gerade ein Argentavis am Arsch der Welt gelandet. Oh, toll. Bist du ein ganz toller. Ein ganz toller bist du. Ganz toller. Du willst sterben, ne? Du willst mich zur Weißblut treiben. Also dann Arsch nicht genauso wie alle anderen hier auch. Dich hinsetzen. So, du hast gelevelt. Sehr schön. Dann kriegst du jetzt Movement Speed. Am dritten. So, hörst du auf, mir deine Federn zu zeigen? Schön, ich weiß, dass du schöne Federn hast. Oh, ich stehe am Feuer und hab trotzdem Eisklumpen. Schau mal, wie warm das ist mit Haar. Minus 7. Okay. Aber mein Herz, also mein Leben ist zumindest wieder voll. Ja, jetzt wird's gleich Tag, jetzt wird's dann gleich etwas wärmer. Mal gucken, dass wir den Rollmops jetzt finden. Dann langsam aber sicher nach Hause gehen. Dass wir dann das in der nächsten Folge dann auch schaffen mit allen ankommen. Ich pack mich mal schnell auf meinen Seeadler. Such den mal. Och, der ist noch da. Okay. So. Aber ich habe keine weiteren Pfeile mehr. Das heißt, die Pfeile, wenn die weg sind, ist vorbei. Aber ich wechsle die Armbrust. Dann spiele ich mal mit dem. Hey Knuddel! Kannst du dann bitte auch in der Nähe vom Feuer umfallen, dass mir nicht so kalt ist? Was bist du für einer? Nur noch minus 6 Grad. Ja super, ich treffe einen Panzer. Oder versuchst du gerade... Ach, du versuchst einen Bogen zu laufen. Das kann ja ich nicht wissen. Entschuldigung. Da hat der Brondur einen besseren Wendekreis. musst mir nur sagen, was alles hinter mir ist. Nicht, dass ich gegen den Stein renne. Ja, zumindest läufst du Richtung Stein. Lauf mal Richtung Feuer hier. Hallo. Ich habe hier keine Augen. Wo ist bei dir? Lauf mal zum Feuer. Rechts von dir. Dreh dich. Links. Ja, ich muss den auch noch ins Kopf treffen. Ich mache das, Gleich kommt ein riesen Stein hinter dir. Du musst also... Da fest oder was? Nein, aber er dreht ab. Dreht eine Schleife.
ein. Ich vermute, der versucht abzuhauen. Weil sonst K.O. geht. Tadän! Jetzt hat er es geschafft, K.O. zu gehen. Richtig. So. Muss man Bären pflücken, ne? Ja. So, und ob wir es schaffen, den kleinen Mann mit nach Hause zu nehmen und ob wir ihn tamen können und. Wir brauchen 71 Bären. Das seht ihr in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao. Tschüss.